Hallo Yvonne. Hi Tim. Welches Schätzchen hast du jetzt mitgebracht? Ich habe jetzt Sampler mitgebracht. Das ist so meine Lieblings-Sounddesign-App. Also ein bisschen umfangreicher auch. Viel umfangreicher. Und liegt bei 10 Euro im App Store. Okay. Und das lohnt sich, ja. Okay, ich bin gespannt. Ja, ich bitte dich, mir zu helfen aufzunehmen. Wir haben hier eine wunderschöne Sounddesign-Gitarre. Wir haben extra zwei Saiten entfernt und sie ganz genau auf ein paar Cent schief gestimmt. Ich höre die Saiten einzeln an. Das ist großartig. Das macht uns so schnell keiner nach. Das ist mal ein unique Sound, ja? Ja. Aber du hast es trotzdem geschafft. Ich war total überrascht, aus der Gitarre was Cooles rauszuholen. Ich habe es nicht geschafft, aber du hast gerade schon einen geilen Beat gespielt. Mhm. Ja, mach den nochmal kurz ohne Aufnahme. Ja, hat was und klingt gar nicht mehr so schlimm, wenn du das spielst. Ja. Okay. So, starte für mich das Metronom und die Aufnahme. Okay. 2, 3, 4. Gut, wir haben es da. Ich hab jetzt zur richtigen Zeit auf Stopp gedrückt. Alles richtig. Das passt so. Wir können es uns jetzt anhören. Wir haben hier oben verschiedene Wiedergabemodi. Mhm. Hier haben wir einfach Loop. So. Das wollen wir jetzt natürlich immer wieder hören, weil es so cool ist. Ja. So, hier können wir uns einfach wieder dasselbe Sample reinladen. Wir könnten auch von woanders Samples holen. Aber die Recordings werden auch einfach abgespeichert. Und das sind alles WAV-Files, ja? Ja. Ach cool, das heißt, wir haben nur gute Quali wirklich. Ja, wir haben wirklich eine gute Qualität. Geil. So, und wir laden uns das zum Beispiel hier rein. Können verschiedene Punkte setzen. Und ich mache das gerade mal hier aus. Wir haben hier verschiedene Ansichten. Und ich kann jetzt verschiedene Sachen damit spielen. Ah, das heißt, es sind so Slices, ja? Ja, es macht Slices. Na, das ist ziemlich cool. Ja, vor allem so, es würde ja auf dem Laptop oder so gar keinen Sinn machen, ne? Nee, das geht einfach nicht so schön. Nee. Das ist cool. Und alles, was ich hier mache, kann ich auch wieder aufnehmen. Und das heißt, spielt direkt wieder ab. Jetzt haben wir die Abspielgeschwindigkeit erhöht. Also es war jetzt ein Scrum, ne? Oder was war das jetzt für ein Effekt? Naja, wir haben jetzt quasi, also wir können es rückwärts ablaufen lassen, immer so schnell, als wären wir jetzt wirklich auf der Schallplatte. Ja, wie eine Schallplatte, genau. Bandmaschine. Ja, Bandmaschine. Und deswegen wird es auch tiefer und höher dann auch noch. Ganz genau. Du kannst rückwärts abspielen, wie wir es jetzt hier haben. So. Das ist noch was Cooles. Ah, cool. So, und wieder können wir das aufnehmen. Das heißt, wir haben jetzt da eine Aufnahme und da das Original. Und da das Original. Das können wir auch wieder dazu schalten. Ich finde es immer cool, ganz viele Sachen auszuprobieren. Mhm. Und danach kann ich schnell Entscheidungen treffen, was davon ist Müll und was davon ist gut. Oder was davon ist vermeintlich Müll, auf einmal klingt es doch geil. Ja, genau. Ja. Erstmal lässt man es einfach laufen, man gewöhnt sich dran und guckt, kann dann nachher noch die Samples einzeln exportieren. Und dann könnte ich sie auch noch schneiden und könnte mir sagen, das gefällt mir, das war geil, das war nicht so geil, das schneide ich raus. Ja. Irgendwo sind dann auch die Grenzen, ne? Alles wieder ganz genau so hinzubekommen und so. Da würde ich eher im Rechner dann weiterarbeiten. Ja. Kann man die WAV-Files auch umbenennen? Die kann man auch umbenennen. Okay. Ja. Ich hatte jetzt irgendwelche Zahlen gesehen, dachte, vielleicht ist ja geil. Ja, er macht es erstmal nach Datum, was ja eigentlich auch soweit Sinn macht. Ne? Ja. Findest es immer relativ schnell. Oder du kannst es dir halt auch alles umbenennen. Ja. Cool. Genau, wir haben weitere
Modi. Ah, es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr. So. Das ist auch cool. So, und das ist noch nicht alles. Wir können ja auch ein bisschen Halt drauf geben. Ah. Haben wir noch mehr Halt drauf? Ja. Je weiter wir oben sind, desto lauter wird es. Ah. Wir quasi noch ein bisschen was, womit wir spielen können. Kannst du auch, wenn du jetzt den Finger oben hast und den anderen unten, sind die auch unterschiedlich laut? Ja. Wenn du jetzt zwei gleichzeitig hast? Wenn ich zwei gleichzeitig habe? Naja, also wenn du jetzt den hast und den, hast du ja gerade, glaube ich, zwei gleichzeitig gedrückt, ne? Ja, das kann ich machen. Das ja, geht. Das geht. Weißt du, ich kann auch hier so machen, ja? Ja, ganz genau so okay. Kann man es machen. Wir löschen es nochmal, machen es nochmal. Also separat in der Lautstärke, wirklich ja. Geil. Und es loopt wieder. Cool. Solange wir wollen, können wir aufnehmen. Lass uns das mit der Nummer ausschalten. Ich glaube, das brauchen wir gar nicht mehr. Ja. Was auch noch cool ist, ich mache das jetzt gerade mal aus, soweit. Wir haben hier auch noch einen kleinen Sampler, den wir verwenden können. Und zwar können wir uns die Slices setzen, so wie wir das genau haben wollen. Können wir sagen, wo der Start ist. Und dann können wir ab da... noch einen kleinen Sampler bedienen. Hier können wir Attack und Release einstellen. Jetzt erkenne ich erst die Tastatur hier. Also wir quasi haben wir hier das C, D, E, F und so weiter. Ja, genau. Ah, okay. Gut, stimmt natürlich nicht, wenn man... so eine Gitarre hat, ja? Ja. Wenn man so eine Gitarre hatte, das vorher nicht gestimmt hat. Ja. Aber ist ja okay, ne? Hier kann man das Feintuning machen. Und. Ach, cool. Was geht das in Halbtonschritten oder in Cents? Das ist jetzt in Ganztonschritt, also in Halbtonschritten ja, okay. Gehen wir. Ja, nicht in Cents. Nee, das müsste man dann auch im Rechner machen. Oder es gibt bestimmt eine andere App dafür. Okay, hat irgendwie seine Grenzen, aber okay, ja. Ja, das hat seine Grenzen. Ja, wir könnten jetzt hier noch einen perkussiveren Sound rausholen und den lauter machen. Dann haben wir hier vielleicht noch ein bisschen Bass. Probieren wir es mal aus, was hier noch eine Bereicherung ist. Der hier einfach. Nicht ganz synchron, vier reichen auch. Und das ist Sampler. Cool. Ich kann hier noch die einzelnen Level einstellen. Und hier machen wir Feierabend. Super geil. Ja. Ja. Da klare Kaufempfehlung. Schön, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Unter soundalacarte.com könnt ihr euch kostenlos die Samples herunterladen. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Und vergesst nicht, unsere Kanäle zu abonnieren. Hier und hier. Hier geht's zu den nächsten Videos. Wir sind gespannt, eure Kommentare zu lesen. Bis zum nächsten Mal.